jetzt Hanno Denier. Heute, wenn der Verstand aussetzt. Die WM. Bier ist eine tolle Sache. Zumindest, wenn keine Europa- oder Weltmeisterschaft im Fußball stattfindet. Denn zu dieser Zeit einfach nur mit leeren Händen in einem Getränkeladen zu marschieren, Bier zu kaufen, einzig und allein, um es dann zu trinken, ist schier unmöglich. Überall sind die Hersteller gleich einem heimischen Liebhaber dazu übergegangen, den Käufern kleine Geschenke mit zu offerieren. Dabei ist es dann auch egal, wie bescheuert die Dreingabe tatsächlich ist. Hauptsache, sie erstrahlt in den Farben der Nationalflagge. Oh, sieh nur! Ein Schminkset mit nur 3 Farben hört man die Menschen aufjauchzen oder gar auf trötenhaft geformter Plastikscheiße rumspielen, die leider genauso klingt, wie sie aussieht. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, versucht jede Werbeabteilung eines jeden Herstellers jedes ihrer Produkte als besonders fußballerisch und nationalstolz zu gestalten. Auch wenn sich mir die Verbindung gerade bei einem zuckerversüßten, kalorienbehafteten und extrem zähen Brotaufstrich und der heimischen Nationalmannschaft bis heute noch nicht ergeben will. Doch wer den Sinn bei all dieser Werberei sucht, ist schon verloren. Eine Fußballmeisterschaft ist wie Weihnachten, Valentins oder der Muttertag. Viel beworben und mit Geschenken und anlässlichen Kaufprodukten zugeschissen. Den Vogel schoss dabei in diesem Jahr ein Kartoffelknapperei-Dosenhersteller ab und bekommt daher von mir den die dürfste Werbeidee der Fußball-WM 2010-Preis. Einen frischen, schwarz-rot-golden angesprühten Kothaufen in Natura vor die Firmenzentrale gesetzt für die geniale Idee, die allseits bekannten Pringles zeitweise in Pringles umzubenennen. Es ist ja an und für sich schön, dass viele Nationen mal wieder einen Grund haben, auf den schwarzen Kontinent zu fahren, abseits von Sklavenhandel, Ausbeutung oder Kriegsspielen. Aber in einen immer noch dritte Weltkontinent mit desolater Sicherheitslage und stellenweise noch verbreitetem Mittelalter einen modernen sportlichen Wettkampf der Nationen zu legen, um zu zeigen, wie fortschrittlich man ist und dann auch noch zu erwarten, dass dadurch das Land dauerhaft aufschwingt, ist etwa so realistisch wie die Prognose, dass die Abwrackprämie der Automobilindustrie wirklich geholfen hat. Für einen Quartalzeitraum mag das stimmen, doch fehlt danach erst einmal der monetäre Zuschuss, wird's ganz schnell wieder duster. Und wenn auch der letzte Kaiser von Deutschland, genannt Beckenbauer, im Fernsehen verspricht, dass dort unten vor allem sicherheitstechnisch alles prima sei, so wirkt er dabei genauso lächerlich wie der auf die schützende Hand Gottes vertrauende Papst hinter seinem Panzerglas, wenn er von einer Bodyguard-Eskorte mit Dienstwagen zu einem von Sicherheitskräften bewachten Hotel fährt. Hat man keine Lust, sich an diesem Event zu beteiligen, weil einem Fußball zum Beispiel auch abseits der Bundesliga nicht interessiert? So muss man sich in dieser Zeit in den heimischen 4 Wänden verbarrikadieren und den Stecker an allen Rundfunkempfängern ziehen, denn draußen in den Bars laufen die Fernsehgeräte ununterbrochen. Public viewt man uns zu Tode, hupen Kolonnen von Autos und werden übrig gebliebene Feuerwerksartikel gezündet. Die Politik erlässt das, worauf sie Lust hat, denn Fußball ist der vorgeschobene Grund, sich auch mittags schon volllaufen zu lassen, besoffen zu grölen und wild in den Straßenzügen fremd zu urinieren. Das Volk gibt für einen kurzen Zeitraum den Verstand ab und springt lieber auf Verkehrsstraßen rum oder hängt die jeweilige Flagge stolz aus dem Fenster. Wehe dem, der bei all dem Blödsinn nicht mitmachen will. Es wird eine einsame Zeit für ihn werden. Treffen sich doch alle, einem Gruppengefühl wegen, irgendwo vor einem großen Bildschirm und wer nur reden will, weil er 90 Minuten gelangweilt wird, fliegt raus. Er hat eben keinen Nationalstolz, denn das ist es, was uns zu dieser Zeit durch den Tag bringt. Der Stolz auf eine kleine Gruppe von Individuen, die einen selbst in einem Wettkampf vertritt, den man niemals imstande wäre zu leisten und sich dennoch nach einem Sieg auf die Überlegenheit der eigenen Rasse gegenüber den anderen beruft. Und reicht es auch nicht für den Titel bei den Männern, so bleiben uns ja noch die Frauen oder Handball. Beide Sportarten dürften die wenigsten interessiert haben, bevor man darin Weltmeister wurde, aber hey, das ist doch das Tolle am Nationalstolz. Du kannst ihn an alles heften und abschließend wieder abreißen, als dein Logo missbrauchen und damit auch noch Geld verdienen. Hauptsache, du bist erfolgreich. Denn die mit jedem Sieg ach so treuen Fans, national behangen oder bemalt und mit Krachmacherartikeln bis an die Zähne bewaffnet, lassen sie schneller fallen und schmerzhafter aufprallen, als es je ein Möllemann gekonnt hätte.